Frau Schneider. Der größte weibliche Star Europas? Ich fühle das total. Oh, ich darf in diesem Ort nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen. Keine salzige Butter, kein Baguette, kein Weißwein. Du musst das nicht essen. Ich soll hier nüchtern werden. Was war? Ach, das sind zwei Journalisten. Ja, aber glaubst du, es ist eine gute Idee, jetzt ein Interview zu geben? Sie sind eine Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ich bin auch nicht die Frauen aus meinen Filmen. Ich bin eine unglückliche Frau von 42 Jahren und ich heiße Romy Schneider. Haben Sie mal überlegt, wie es wäre, ein ganz normales Leben zu führen? Gewünscht habe ich mir das immer. Sie haben über 50 Filme gedreht. Wo ist das Geld denn hin? Was erzählst du dem da? Dem kannst du nicht vertrauen. Ihr Privatleben ist von Dramen geprägt. Ich interessiere mich nicht für Klatsch und den ganzen Rummel um meine Person. Lieben Sie Ihre Arbeit mehr als Ihre Familie? Dann muss ich drehen, sonst werde ich wahnsinnig. Wissen Sie, dass wir uns schon mal begegnet sind? Wo? Das ist doch kein Interview mehr. Das ist reine Manipulation. Hör doch auf, Michael. Beschützen Sie wir alle. Nein, nein. Das Seltsame ist, dass ich kein Gefühl mehr habe, ob das wirklich stimmt. War das eine Szene aus einem Film? Oder vielleicht habe ich mir das alles ausgedacht? Oder?